Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Falls es gerade eine Sekunde, falls ich ja nichts gesagt habe, wann war es, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob es jetzt passiert, ob die Aufnahme gescheitert ist oder nicht, weil ich gerade die andere erst beendet habe, weil ich gerade am Stück aufnehme wieder. Gut. Wir gehen weiter und beenden die Übertragung von Project Overlord. Hör auf damit, das ist laut und gruselig. Hallo. Gut, dass er nicht trifft. Also die Gathjäger sind eigentlich die dümmsten, weil die immer auf mich zugelaufen kommen. Immer. Kommandant zerstört. Also diese Barriere oder den Schild oder was ich da auch immer anhabe. Also ich glaube, Guest-Schild habe ich an. Der ist ganz geil. Ich glaube, Barriere oder sowas wird genauso funktionieren. Okay, gut. Von hier kommen wir, ne? Das heißt, wir müssen hier jetzt irgendwie durch, um dann nach oben zu kommen. Können wir rüberspringen? Dann sag ich ja. Nein. Schade. Man kann nicht alles haben. So, Munition. Kann ich sogar tatsächlich gebrauchen. 130 Schuss gleich bekommen. Ja, ich glaube, man kommt das irgendwie immer random bei prozentual oder so. Verstehe nicht ganz. Können sie ein Tor freilegen. Schutzkontrolle. Ärger hinter uns. Oh Gott. Das war wieder laut. Hör auf damit, dummes Drecksi. Wackelt gerade so zum Glück richtig. Hör auf, du bist lauter als ich. Gott, diese scheiß VI, ey. Komm, schieß auf mich. Ach, schade. Sie haben es geschafft. Sie haben die Verbindung zum Satelliten gekappt. Dummer Shepard. Oh, eine vorgerittene Sequenz, das ist ja cool. Hier drüben! Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Der Mensch will mehr, als er vermag. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen.
Okay, danke. Gefunden, gefunden, ja, aber überlebende Wissenschaftler gefunden, übertauscht und zerstört. Das, das und das, beenden. Ich danke Ihnen, Commander Shepard. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, wenn auch nicht viel. Es ist noch nicht vorbei. Identifizieren Sie sich. Wer sind Sie gleich nochmal? Dr. Gavin Archer, wissenschaftlicher Leiter dieser Anlage und vermutlich der einzige Überlebende. Die Lage? Sie schulden uns diese Erklärung. Das hier ist das Projekt Overlord. Ein Versuch, durch Verbindung eines menschlichen Geistes mit einer VI Einflussmöglichkeiten auf die Geth zu erhalten. Die Ergebnisse waren nicht wirklich zufriedenstellend. Den Ergebnissen? Es sieht aus, als hätte es Fortschritte gegeben. Ja, selbst mitten im Chaos können wir noch etwas daraus lernen. Mein Bruder David hat sich freiwillig als Proband zur Verfügung gestellt. Aber sein Verstand hat die Verbindung zur VI nicht bewältigt. Er ist jetzt wie ein Virus. Er infiziert unsere Netzwerke und übernimmt die Kontrolle über jede Technologie, die er findet. Deshalb mussten sie die Schüssel zerstören. Es wäre nicht auszudenken, wenn das Programm von hier wegkommt. Infiziert? Wie übernimmt er die Kontrolle über die Elektronik? Ich habe eine derartige Hybridintelligenz noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo der Mensch endet und die Maschine anfängt. Was sind die Konsequenzen? Was kann schlimmstenfalls passieren? Eine technologische Apokalypse. Jede Maschine, jede Waffe, jeder Computer könnte gegen uns gerichtet werden. Niemand kann sagen, was passieren würde, wenn er ins Extranet kommt. Keine Vorkehrungsmaßnahmen, ihn abschalten. Ja, können nicht so das hätten Sie sich alles vor dem Experiment überlegen sollen. Man kann doch nicht erwarten, dass wir jede Eventualität berücksichtigen. Schon gar nicht, dass aus David so eine Monstrosität wird. David, die VI hat sich im Hauptlabor der Atlas-Station verschanzt. Sie hat alles abgeriegelt. Da gehen wir rein, holen sie raus. Mit dem Hammer. Um reinzukommen, müssen Sie die Sicherheitsabriegelung über unsere Anlagen in den Stationen Prometheus und Vulkan manuell aufheben. Wie mache ich das? Wie funktioniert die Abriegelung? Sie hat eine Ausfallsicherung für Notfälle. Normalerweise können nur alle drei Projektleiter gemeinsam die Abriegelung aufheben. Jetzt bin nur noch ich übrig. Meine Autorisierung kann ich geben, aber bei den anderen beiden müssten Sie das manuell machen. Und was ist, wenn ich Ihren Bruder töten muss? Wir können nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Untersuchen. Station Prometheus und Vulkan. Erzählen Sie mir etwas über die Station Vulkan und Prometheus. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Sie erzeugt die Energie für die vier Außenposten. Die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen. Wir benutzen sie für unsere Experimente. Projekt Overlord. Erzählen Sie mir mehr über das Projekt Overlord. Wir wollten aus dem religiösen Antrieb der Geth eine Waffe machen. Als wir sahen, wie sie Saren gefolgt sind, wurde uns klar, dass man sie beeinflussen kann. Und wenn man einen richtigen Anführer schafft, ein Virus mit einem Gesicht, wenn Sie so wollen, könnte man die Geth kontrollieren. Ja, das ist ein kühner Plan, ne? Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Es wäre die perfekte Waffe. Sieg ohne Verluste. Wir könnten den Krieg mit den Geth komplett vermeiden. Zumindest war das der Plan. Diese Station? Was geht auf dieser Station vor? Das ist die Hermes-Station. Unsere Kommunikationsverbindung mit dem Rest der Galaxie. Wenn sie die Schüssel nicht rechtzeitig zerstört hätten, wäre es zur Katastrophe gekommen. Das Experiment? Was ist bei dem Experiment schiefgegangen? David hat freiwillig einer Verbindung mit der VI zugestimmt, damit sie ein richtiges Bewusstsein bekommt. Theoretisch hätte nichts passieren dürfen, aber bei künstlichen Intelligenzen ist nun mal nichts sicher. Ja, schon mal keine gute Idee, dann ne? Hätten sie es nicht versuchen sollen. Und was wäre, wenn Sie nie versucht hätten, die Reaper zu finden, Commander Shepard? Was wäre dann heute mit der Galaxie? Manchmal muss man die Risiken einfach ignorieren. Atlas-Station? Was können Sie mir über die Atlas-Station sagen? Die Atlas-Station ist das Hauptlabor, wo alle unsere VI-Experimente durchgeführt werden. Sie ist unser nächstes Ziel, sobald Sie die Abriegelung aufgehoben haben. Dort ist auch mein Bruder zu etwas anderem geworden. Ja, gut, bin bereit. Ich spreche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. In Fahrreichweite, okay. Gucken wir uns hier erstmal kurz um, was wir hier haben. Nicht. Außer einen schlecht texturierten Berg. Also ohne Scheiß. Ist ja klar, dass man nicht hinkommt, aber wenn man hier schon ein riesiges Fenster hat, kann man kurz mal gucken, ist das ein gut texturierter Scheiß oder nicht?
Oder vielleicht können wir sogar doch hin. Oho! Weggehen. Ja, mit Gegenfahren auch nicht, aber danke. Ich glaube, wir fahren erstmal zu Prometheus. Ausschalten kann ich nicht, wie es aussieht. Ja, danke für den Hinweis. Ich will aber noch ein bisschen gucken spielen. Ist das die Atlas-Station hier? Notfalldatenpaket von Cerberus geborgen. Es enthält Informationen über das Projekt Overlord, die andere Forschungsgruppen zur Analyse benötigen. Achten Sie auf weitere Pakete in diesem Gebiet. Mache ich. Noch 5. Das ist mega cool, wenn ich ehrlich bin. Also hiervon hätten die... Geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Meinst du das hier? Also das hätten die echt mehr machen sollen. Also sowas gefällt mir richtig gut. Am besten wäre es dann irgendwie so ein relativ dicht besiedelter Planet. Und dann einfach da hin und her fahren können zwischen den Städten. Oder meint er hier die Aussicht? Ich glaube, die kann ich leider nicht treffen. Ich habe einen Glitch gefunden. Wahrscheinlich soll man hier gar nicht hinfahren. Ich erkunde hier alles. Denn ich will eigentlich alle Dart-Pakete sammeln. Dummes Vieh. Ja, ich glaube, die erschießen nicht mehr. So viel Spaß macht es doch nicht. Sieht aus wie ein Raumschiff hier. Drücken Sie F, um zur Prometheus-Station zu gehören. Ach ja, das stimmt, das war das abgestürzte Geth-Raumschiff. Stimmt.
Ich wollte da selber hinfliegen, aber dankeschön. Moderne Waffen beugen Thermomagazine der. Beugen durch Thermomagazine der Überhitzung vor. Es gibt nur ein Modell. Sie können also alle Magazine verwenden, die Sie auf dem Schlachtfeld oder bei gefallenen Feinden finden. Okay. Dann nehmen wir dann Geld von unserem Antigas mit. Ja, gelevelt sind wir noch nicht. Willst du nicht abstürzen, Spiel? Ich glaube, es ist abgestürzt. Ernsthaft? Das ist das erste Mal, dass Mass Effect abgestürzt ist. Okay, gut. Jetzt ist es komplett abgestürzt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Da wären wir wieder. Etwa eine Sekunde verpasst, wo das Fahrzeug gefahren ist. Okay. Unsere Leute dort antworten nicht mehr. Vermutlich hat die VI die Verteidigungsschilde aktiviert, um sie am Betreten zu hindern. Viel Glück. Scanne Gebiet. Analyse. Generatoren liefern Energie für Hauptschild. Warnung. Die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Geth-Kanone übernommen. Okay, gut. Ich weiß übrigens nicht, wie lange wir noch haben. Wie soll ich das denn machen? Bitte stürz nicht ab, ey. Vielleicht sollte ich erstmal die Kanonen ausschalten und dann das Teil looten. Oder ich mach's ganz schnell. Ich glaube, wenn ich direkt mit dem Boost weggefahren wäre, hätte es vielleicht noch geklappt. Ja, ich muss erstmal hochfliegen, weil ich mir die falschen Tasten drücke. Commander Shepard, die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff. Ich sehe schon, danke. Oh fuck. Wir werden anvisiert. Anzweifel. Hallo. Bitte nicht abstürzen. Danke. Okay, gucken wir mal. Wenn sie uns hier verlieren, bei Hilfe, ja gut. Das ist noch nicht so hilfreich, wie ich dachte. Dieses Wirkungsanlage enthält gefährliche KI-Technologie.
Okay. Uns wurde gerade gesagt, dass die Atlas-Version noch ein bisschen Geld für das Experiment will. Hoffentlich bedeutet das endlich den Durchbruch. Okay. Ich würde Gerd gerne komplett ausrotten. Ständig die Sehen aktiven Maschinen um sich herum zu haben, ist ziemlich unheimlich. Als würde uns aus den Schatten der Tod erstarren. Ich würde lieber auf der Vulkanstation arbeiten. Dann lass dich versetzen. Oder geh zur Gewerkschaft. Laborsoftware. Nein! Ach Gott, ey. Das ist so fucking creepy. Warum sind hier die gleichen obwohl, das könnte Servos hier reingebaut haben, stimmt. Das war eine normale Lautstärke, die ich okay finde. Jetzt wird weiter. Verständlich. Ich hasse Lennigan auch schon und ich kenne den Bastard nicht mal. Hallo? Ich bin es. Mir fällt jetzt die ganzen Türen auf und zu gehen. Asha hat eine Abregung angeordnet, aber unsere Station ist bereits infiziert. Was will die VI bloß? Sie schreit uns die ganze Zeit an und niemand versteht was davon. Ich auch nicht. Und ich mag das auch genauso wenig wie ihr. Und ich bin ein fucking Spectre. Kannst du bitte aufhören damit? Ich kann böse ins Auge gehen. Zerstör deine Kameras, Bastard. Die VI schießt einige durch den Mund ist dann draußen, als würde sie uns irgendwo hintreiben. Wenigstens sind die Gelfe immer noch inaktiv. Es ist wirklich gruselig. Kurzen Safe State, die ich irgendwo falsch laufe. Scanne Gebiet. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Gucken wir erstmal, ob ich das hier irgendwas verpasse, weil ich hier gleich irgendwelche Plattformen umschiebe. Da wollen wir hin. Da sind Energiezellen, da kommen wir nicht hin, oder? Nein. Okay, Plattformen bewegen. Plattform nach links bewegen. Oh,
Aber ich bin richtig Karl Luca, oder? Ich komm trotzdem da hinten ran, oder? Oh, ich kann die noch einmal nach rechts schieben. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ich muss da hin, ne? Okay, das geht. Da muss ich einmal verschieben noch. Ich dachte, vielleicht kann ich die irgendwie hier so ranschieben, aber... keine Ahnung. Und noch was? Habe ich das für gefühlt 2 Credits gemacht, ey? Ich dachte, auf dem Lotto kriege ich noch coole Informationen. Ich finde es richtig gut, dass ich sogar verstehe, was ich hier mache. Du gefällst mir nicht, Kamera. Das ging fix. Aber ich hatte doch nur Glück, dass ich die ganz schnell noch gesehen habe. Die Aktivierungsschalter. Ich glaube, es klappt nicht. Oder die Gathwin ist aktiv. Hör dann bitte auf. Das ist so fucking creepy. Und da ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Du hast gar keinen Viper mehr. Du bist so eine Widow, oder? Okay. Verstärken Schild. Zum Glück musste ich gerade nachladen, sonst hätte ich richtig auf die Fresse bekommen von der Rakete, denke ich. Das ist mein eigener Geth. Ich lieber nochmal um, nicht, dass hier noch was liegt, was uns irgendwie helfen würde. Aber eigentlich im DLC dürfte nichts liegen, denke ich. Wo ist Zielkontakt? Ich sehe keinen. Böses, böses Cerberus macht immer einen Scheiß, mal, wir müssen ihn aufräumen. Nur mit den Rachni oder mit den Turianern Teil 1. Oder mit uns. Eigentlich müssen wir uns erst auch noch in den Kopf schießen. Nur um Cerberus zu ärgern. Gut gemacht, Freunde. Ihr habt mich für 1 Milliarde Skills wiederbelebt. Ich schieße mir gerade selber in den Kopf.
Super, für 375 Credits geborgen. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Ich glaube, der Part müsste jetzt vorbei sein, aber ich nehme noch 2-3 Minuten auf für den Cut. Also ich versuche noch rauszukommen. Ich find's gut, dass der Gast einfach hingefallen ist. Es sah aus, als wäre er einfach müde gewesen. Und hätte sich das Genick gebrochen, weil er aufgeschlagen wäre. Ich will mal guessen. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Das war der Eingang, oder? Ja, hier war der Gastkommandant drin. Stimmt, der hat ihn schon angeschossen. Ist aber noch alles zu hier, ne? Ja. Und dann können wir jetzt hier raus. Ja. Fast übersehen. Warum ist eingebrochen? Dann gehen wir wieder raus. Wir hoffen, das Spiel nicht abschützt. Okay, gut. So, dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen, Leute. Ich kann meine Waffe gerade nicht wegstecken. Das soll ich mich von vorne angucken. Geht immer noch nicht. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.